hat er Interesse. 10 Zeichen, die dafür sprechen. Ach, Männer und ihre Flirtsignale. Manchmal ist es wirklich kein Wunder, dass seine Absichten vollkommen mysteriös sind. Hat er Interesse für mich? Wie findet er mich? Das hast du dich bestimmt schon mal gefragt. Manchmal ist das Problem einfach nur, dass schüchterne Männer ein bisschen länger brauchen, um dir zu zeigen, dass sie sich für dich interessieren. Aber mach dir keine Sorgen, denn es gibt auch für solch ein Problem eine Lösung. Hast du schon genug davon, darauf zu warten, dass er es sagt? Das Leben ist einfach zu kurz und deshalb solltest du nicht zu lange warten. Wenn er es dir nicht selbst sagt, dann kann es sehr anstrengend sein, seine Absichten zu erkennen. Es könnte schwierig sein, festzustellen, ob er echtes Interesse an dir zeigt, denn du wartest immer noch darauf, dass er den ersten Schritt wagt. Hier sind 10 Zeichen, die dafür sprechen, dass er Interesse hat. Erstens, er meldet sich ständig. Ein klares Zeichen seines Interesses kannst du schon in eurer Online-Kommunikation finden. Er meldet sich sehr oft bei dir und hat Lust, stundenlang mit dir zu reden. Mit seinen WhatsApp-Nachrichten versucht er, dich zum Lachen zu bringen und dir zu zeigen, dass er oft an dich denkt. Männer können auch so flirten, ohne dass du es wirklich erkennst. Er fragt dich ständig, wann ihr euch wieder treffen werdet, und auf diese Art und Weise will er den Kontakt zu dir pflegen. Es ist ihm sehr wichtig, immer mehr mit dir zu kommunizieren, denn er wartet auf seine perfekte Gelegenheit. Zweitens, er versucht dich zu beeindrucken. Er hat eindeutig Interesse an dir, wenn er dich beeindrucken will. Auf diese Art und Weise möchte er, dass du dich in ihn verliebst. Er will dir seine beste Seite zeigen, um dein Herz zu erobern. Er zieht sich seine besten Klamotten an, wenn er sich mit dir trifft, er duftet gut und benimmt sich wie ein richtiger Gentleman. Es ist auch möglich, dass er sich ein bisschen rühmt, um dich zu beeindrucken, aber all das ist nur sein Versuch, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er gibt sich sehr viel Mühe und so erkennst du, dass er verliebt ist. Drittens, er ist nervös. Wie war das erste Date? War er nervös? Obwohl nicht jedermann, der sich für dich interessiert, nervös sein wird, ist das noch immer ein sehr gutes Zeichen, dass er Interesse hat. Deine Anziehungskraft kann stärker sein, als du denkst, und sie macht ihn schon ein bisschen nervös. Er mag dich und möchte alles richtig machen, um dein Herz zu gewinnen. Er hat Angst davor, etwas zu vermasseln. Also versucht er sein Bestes, um dich zu beeindrucken. Wenn du merkst, dass er nervös ist, dann weißt du, dass er Angst hat, seine Chance zu verlieren. Schon bei eurem ersten Treffen kannst du also ein klares Zeichen erkennen, dass er sich für dich interessiert. Viertens, seine Körpersprache sagt alles. Auch wenn er es nicht aussprechen will, seine Körpersprache wird dir sehr viel verraten. Achte auf den Augenkontakt. Er schaut dir tief und lange in die Augen und es scheint so, als ob du ihn mit deinem Blick hypnotisiert hast. Er schenkt dir sehr viel Aufmerksamkeit und das erkennst du in seinem Blick und seinem Gesichtsausdruck. Er zeigt, dass du ihm sehr gefällst, indem er oft lächelt, wenn du über etwas redest. Damit verrät dir seine Körpersprache, dass er froh ist, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Er findet auch einen Weg, Körperkontakt herzustellen. Seine zufälligen Berührungen sind ein eindeutiges Zeichen, dass er Gefallen an dir hat. Deine Anziehungskraft hat ihn offenbar schon in den Bann gezogen. Du musst nur dieses kleine Zeichen seiner Körpersprache erkennen und richtig interpretieren. Fünftens, er will dich gut kennenlernen. Wenn wir uns für jemanden sehr interessieren, dann versuchen wir alles über diese Person herauszufinden. Er zeigt großes Interesse, aber auch ernste Absichten, wenn er alles über dein Leben erfahren möchte. Er will dich besser kennenlernen und verstehen, denn er will sich sicher sein, dass du die Richtige für ihn bist. Er hört dir genau zu und du merkst, dass er sich an alles erinnert, was du ihm erzählt hast. Das zeigt dir, wie viel Aufmerksamkeit er dir schenkt und wie wichtig es ihm ist, dich besser kennenzulernen. Er bemerkt auch andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel winzige Veränderungen an deinem Aussehen.
Seine Aufmerksamkeit und die Mühe, die er sich gibt, sind ein klares Zeichen, dass er echtes Interesse hat und dass er vielleicht verliebt ist. Sechstens, er macht dir viele Komplimente. Komplimente tun uns immer gut. Sie können uns immer erfreuen und sie stärken unser Selbstbewusstsein. Du bekommst Komplimente von vielen Leuten, aber seine sind besonders. Er zeigt dir sein Interesse, wenn er dir ständig etwas Nettes sagt, nur um dein Lächeln zu sehen. Er will dein Herz erobern und mit vielen Komplimenten macht er es offensichtlich. Für viele Männer ist es unüblich, ohne Grund jemandem etwas Nettes zu sagen. Achte auf seine Körpersprache, während er dir Komplimente macht, und du wirst sofort alles verstehen. Mit vielen Komplimenten zeigt er dir direkt, dass er Interesse an dir hat und bereitet sich langsam vor, den ersten Schritt zu wagen. Siebtens, er will sich oft mit dir treffen. Wenn er sich ständig bei dir meldet und versucht, dich besser kennenzulernen, wird er sich auch oft mit dir treffen wollen. Er will immer mehr Zeit mit dir verbringen. Er genießt die gemeinsame Zeit und versucht dich dazu zu bringen, dass du dich genauso wohlfühlst. Er hat auch keine Probleme damit, auf eigene Pläne zu verzichten, sodass er Zeit mit dir verbringen kann. Diese Zeit will er nutzen, um dir zu zeigen, dass er besonders ist. Er will dich beeindrucken, sodass du dich in ihn verliebst. Sein Interesse erkennst du auch daran, dass er immer kleine Ausreden sucht, warum ihr euch wieder treffen solltet. Er meldet sich auch oft bei dir, um dich zu fragen, wann du wieder Zeit für ein Treffen hast. Achtens, er behandelt dich besonders gut. Hast du bemerkt, dass er zu dir immer nett und dich immer besonders gut behandelt? Sein Verhalten ändert sich, weil er sich für dich interessiert. Wie schon gesagt, er will dir seine beste Seite zeigen, also behandelt er dich immer respektvoll, wie ein Gentleman. Seit dem ersten Date tut er alles in seiner Macht Stehende, um dir zu beweisen, wie toll er ist und wie gut er zu dir passen würde. Er versucht immer, eine romantische Stimmung bei eurem Treffen zu schaffen. Damit will er dir zeigen, was für ein guter Fang er ist. Neuntens, er ist immer für dich da. Er will dir beweisen, dass du dich auf ihn verlassen kannst und dass er dich nicht im Stich lassen würde. Wenn er immer da ist, um dir zu helfen und dich zu unterstützen, dann hat er offensichtlich Interesse an dir. Er will mit dir reden, wenn es dir nicht gut geht, weil er dich aufmuntern möchte. Er empfindet eindeutig starke Gefühle für dich und deshalb gibt er sich auch immer solche Mühe. Wenn du dir sicher bist, dass du ihm alles anvertrauen kannst und dass er immer noch für dich da wäre, dann kannst du dir sicher sein, dass er sich für dich interessiert. Zehntens, du weißt es einfach. Hat er Interesse? Manchmal weißt du es einfach, ohne den Grund dafür zu kennen. Dein Bauchgefühl sagt dir, dass er sich für dich interessiert und dass etwas Besonderes zwischen euch liegt. Auch wenn du nicht zu 100% weißt, wie Männer ihr Interesse zeigen, ist es bei ihm vollkommen anders, denn du spürst es. Zwischen euch funkt es und das sagen dir alle. Allein schon, wenn du daran denkst, wie er dich anguckt, wie er mit dir redet, wie viel Mühe er sich gibt und wie sehr er dir beweisen will, dass er für dich da ist, weißt du einfach, dass er Interesse hat. Und nun, wo du es weißt, verschwende keine Zeit. Das Leben ist zu kurz, um zu warten, also nutze deine Chance. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.